Die Mannheim Business School hat jetzt ein spektakuläres Bauvorhaben vorgestellt. Das organisatorische Dach für Management-Weiterbildung an der Universität Mannheim wird den ehemaligen Kohlen- und Heizungskeller des Mannheimer Schlosses zu einem Studien- und Konferenzzentrum ausbauen. Zuletzt platzte die Mannheim Business School aus allen Nähten. Es galt, eine gute Lösung zu finden, die die baulichen Auflagen mit dem Schutz des Renommees vereint. Und das war gar nicht so einfach. Die Vorgabe war klar. Der Neubau sollte auf dem Campus der Universität Mannheim entstehen, also im Schloss. Doch da ist der Platz begrenzt und natürlich darf das Erscheinungsbild des historischen Baus nicht verändert werden. Das Frankfurter Architekturbüro Schneider und Schumacher fand eine spektakuläre Lösung. Wo nach dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg eine provisorische Heizungsanlage und ein riesiger Kohlenkeller für ein bisschen Wärme in dem zugigen Barockschloss sorgten, soll künftig ein lichtdurchflutetes Studien- und Konferenzzentrum weiterbildungswillige Manager aus der ganzen Welt anlocken. Professor Jens Wüstemann, Präsident der Mannheim Business School, misst dem Projekt eine große Bedeutung in der Entwicklung seiner Einrichtung zu. Der Neubau stellt sicher, dass wir wettbewerbsmäßig nun auch baulich in der Spitzengruppe der europäischen und weltweiten Business Schools sind, ist für uns ein Meilenstein im wörtlichen Sinne. Auch Professor Ernst Ludwig von Tadden, Rektor der Universität Mannheim, ist über den Neubau begeistert. Es ist eines der größten Bauvorhaben in der gesamten knapp 50-jährigen Universitätsgeschichte. Wir machen damit eine ganz neue Erfahrung, stellen die Mannheim Business School, unser Flaggschiff, auf ein neues Fundament und wir bereichern die Universität damit in einer Weise, wie wir sie bisher kaum haben durchführen können. Damit der unterirdische Neubau nicht nur von künstlichem Licht erhellt wird, fanden die Architekten eine verblüffende Lösung. Tageslicht soll von der Mensawiese durch eine große Senke in den Neubau fließen. Also werden die Führungskräfte von morgen keineswegs unterirdisch und vom universitären Leben isoliert lernen und arbeiten. Im Gegenteil, mit einer großflächigen Glasfront öffnet sich das Studien- und Konferenzzentrum, das zwei halbrunde Hörsäle, einen weiteren flexibel nutzbaren Konferenzbereich, 10 Gruppenarbeitsräume sowie ein großzügiges Foyer umfassen wird, in den Schlossgarten hinter dem Westflügel des Schlosses. Räume, die dringend gebraucht werden. Wir sind in der Tat inzwischen an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen. An der Business School studieren über 500 Studierende aus allen Ländern der Welt. Und auch gebäudlich mussten wir uns verändern und erweitern. Und dass es so gelungen ist, hier das alte, wunderbare Barockschloss mit modernster Architektur zu verbinden, ist natürlich ein besonderer Glücksfall. Im neuesten Ranking der Financial Times, der weltweit besten Anbieter von Firmenweiterbildungsprogrammen, belegte die Mannheim Business School den 5. Platz. Es hätte aber auch Platz 3 sein können, wenn die Prüfer die Lehr- und Lernbedingungen in den Hörsälen und Seminarräumen besser hätten bewerten können. Wir sind im Wettbewerb mit den international führenden Business School, die auch gebäudlich sehr, sehr schön sind. Wir stellen auf diese Weise sicher, dass wir dort diesen Wettbewerb bestehen können. Inhalte sind mutmaßlich noch relevanter als Gebäude. Man soll nicht unterschätzen, welchen Einfluss eine gute Gebäudestruktur hat auf die Entscheidung, hierher zu kommen, zum einen, aber auch auf die Qualität des Lernens innerhalb der Business School. Der Neubau der Mannheim Business School soll also für die Weiterentwicklung dieses Erfolgs stehen. Zunächst mal auf die gute wissenschaftliche Grundlage, die wir hier in Mannheim haben. Forschung ist ein ganz klarer Reputationstreiber, aber dann sind wir in der Lage, Programme zu entwickeln, die Nutzen haben für die Unternehmen, die uns ihre Studierenden schicken, für die Studenten selbst, die auf den Arbeitsmarkt gehen und aber auch für den Arbeitsmarkt hier in Deutschland ganz generell. Ein Zeichen für den Erfolg der Mannheim Business School ist aber auch, dass sie die Baukosten von rund 8,5 Millionen Euro ohne staatliche Zuschüsse alleine tragen kann. Allerdings soll der neue Slogan nicht Studieren im Kohlenkeller heißen. Wenn wir es so kommunizieren würden, wäre das sehr unklug. Wir werden sagen, Studieren im Schloss, genauer gesagt unterhalb des Schlosses.